Also, tolles Pferd, toller Fahrer und die coolste Sonnenbrille des Tages. Da ist ja eben gleich der Besitzer mit dabei. Der kann den Pokal gleich mitnehmen. Der in dem weißen Oberteil. Der Fahrer auch hier entgegen. Und er hat am Ende aber gar keinen Sattel. Wir müssen nur noch unter sich, denn der Weg war frei zu einem überlegenen Erfolg. Jetzt gibt es Pokale rum. Ihr dürft gerne übergeben. Und dann freuen wir uns mit Jan van Rijn, der sich hier in diesem Forschungszentrum ist, der am Ende keine wirkliche Konkurrenz für sich hat. So, der Siegerfotos werden geschossen. Und dann wollen wir auch genießen, was hier an Emotionen da ist bei Jan van Rijn, denn der Mann hat viel glücklich gemacht. Erstmal herzlichen Glückwunsch, toller Erfolg, der sehr, sehr einfach aussah. Meine Zielgerade, da hätte man auch noch Autogramme schreiben können, so viel Zeit war da. Ja, ich glaube, mein größter Kompliment war Kao Jan, dass ich keinen Schuss mehr hatte. Ich konnte nur die Spitze fahren und die Rest abfahren und schneller fahren. Ja, tatsächlich ist ja auch die Frage, wie viel kriegt ihr als Fahrer eigentlich mit? Ihr habt ja keinen Rückspiegel oder so. Das heißt, das Rennen steht, was hinter ihm stattfindet. Wie viel habt ihr in der Schlussrunde davon wirklich nicht bekommen? Ja, das ist nicht so einfach. Ich gucke da nach und wirf mich auf die Seite von der Bahn. Geh durch. Kommst ins Fernsehen. Ja, viele Fahrer sagen immer so, zwei Drittel, gut zwei Drittel Anteil an einem Sieg hat das Pferd. Der Rest muss der Fahrer natürlich mit Taktik und Fahrer geschickt machen. Was ist das Besondere an diesem Pferd? Das ist eigentlich ein sehr adaptives Pferd. Aus drei Jahren war da noch recht und ja, war da nicht durch das Regen. Und es ist ja gut, dass das glücklich ist, dass er noch mal wieder der Rest ist. Tja, bei den ganz großen Rennen. Noch ein Wort zu dem, was er gerade gesagt hat, das Pferd war mal ein Hengst, bedeutet, das Pferd ist kastriert worden, jetzt ist ein Baller, so heißt das Ganze dann. Also, wie ja viele sagen, das Temperament wird dann weniger. Normal, ja. Das ist ein bisschen mehr Kopfstrategie. Pferd mit Talent ist gut, aber da ist auch mit Kopf gut dabei. Und, was Hengst, was war das? Gut, dann sehe ich den einen oder anderen schon seit jemandem hier anschubsen. Das ist kein Modell für uns, sondern einfach nur für die Pferde, in dem Fall ein erfolgreiches Modell. Wir sagen Gratulation nochmal, tolles, souveränes Erfolgsrennen, das uns hier gezeigt hat. Wir gratulieren nochmal Lutz Zahne und Jan van Rijn. Und wie gesagt, war eine tolle Leistung, vor allem für dieses Projekt.
Ja, wir haben das Projekt schon mal ein bisschen angerissen, aber aus deinem Wort nochmal. Was ist die Idee, dass Pferde, die in einem Besitz stehen, oder eben auch in dem Besitz, über eine gute Initiative laufen und damit den Kindern, die in Not sind, unterstützen? Ja gut, ich will jetzt nicht so ausschreiben werden, aber wir haben in der Familie selbst Familienmitglieder, das mit 12 Jahren gestorben ist und irgendwie diese Aktion zu einem Zufall gekommen, dass wir diese Aktion ins Leben gerufen haben. Wir haben dieses das 5-jährige Jubiläum, die Aktion ist unheimlich gewachsen in den letzten Jahren, auch von vielen Personen innerhalb der deutschen Sprachtransport unterstützt worden. Und da haben wir mit dem Thema unseren Und tatsächlich, wir haben mit diesem Niederlande-Netter mit dabei, und ich kann auch das Gefühl, der erlebt nicht nur die Initiative, sondern er erlebt einen großen Netter, muss man wirklich sagen, in Anschaffungssphäre. Also lohnt sich durch Corona, das ist in Corona 2 Jahren nicht möglich, aber dieses Jahr geht es wieder los. Geht auf jeden Fall los, es ist eine gute Veranstaltung, wenn wir einen guten Netter haben. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich sage herzlichen Dank. Uwe, das war großartig. Tolle Initiative, tolles Rennen und knappes Rennen. Und am Ende kommt das Ding heraus. Und hören wir die lauten Menschen für die Initiative und für die Richter klatschen. Uwe Zilling, ein Mann mit einer tollen Mission. So, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Eben noch geht. Ich mische mich mal kurz dazwischen mit dem endgültigen Richterspruch fürs 9. Rennensieger, also die 3 The Angelo for Children mit Uwe Zehlitz. Weiter die 11 Austrinken mit Japan Rhein. Letzter wurde die 5 Lohre mit 3-11-5. Vierter Platz dann für die 7 Romanze. Fünfter die 2 Sanava und sechster die 1 Stepstone.